Wunderschöne Landschaft, traumhaftes Ambiente, kilometerlange Skipisten. Die Wintertourismus-Idylle in Tirol. Jetzt steht die Traumlandschaft aber öffentlich unter starker Kritik. Vor allem in deutschen Medien stehen die Tourismuswerbung und ihr Wahrheitsgehalt im Mittelpunkt. Der Knackpunkt, die Längenangaben der Skipisten. Christoph Schrahe, leidenschaftlicher Skifahrer und Kartograf, hat mit einem PGS-Gerät die bekanntesten Skigebiete abgefahren und kommt in seiner Studie zum Ergebnis, die Skiorte schummeln. Aber nicht nur in Frankreich oder in der Schweiz, sondern auch in Tirol. In Tirol hat Christoph Schrahe alle Skigebiete, die mit über 110 Kilometern Pistenlänge werben, untersucht. So ergibt eine Suchabfrage der Kombination Stubaier Gletscher und Pistenkilometer bei fast allen Anzeigen eine Pistenkilometeranzahl von 110 Kilometern. Laut Christoph Schrahe sind es aber nur 48 Kilometer. Die Skiregion Hochzillertal wird mit 181 Pistenkilometern, entsprechend dem Test von Schrahe sind es aber nur 83 Kilometer. Die heimische Bevölkerung, aber auch die Skitouristen sind über die Schummelvariante nicht besonders überrascht. Na, ist nicht in Ordnung, weil so werden die Urlauber ins Skigebiet gelockt. Ja? Lange Pisten heißt ja immer gute Bedingungen und lange Abfahrten. Und wenn die Abfahrten recht kurz sind, macht es halt keinen Spaß, immer am Lift zu stehen, weil Liftfahrten sind ja immer langweilig. Ja? Man fährt ja lieber runter. Und somit ist es nicht in Ordnung. Also. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, ja? Weil man misst damit nach, war da kein Kilometerzähler drin. Ja, aber wahrscheinlich sind da die ganzen Touren und so weiter dabei und die ganzen, ich weiß es nicht. Ja. Ne, natürlich ist es eine Riesensauerei, wenn es so ist. Ja. Wenn da wirklich nur die Hälfte rauskommt, wenn es ja 2-3 Kilometer, würde ich sagen, ist in Ordnung. Aber wenn da wirklich nur die Hälfte rauskommt, Riesensauerei. Mich überrascht es schon, weil letzten Endes, wir fahren ja schon seit Jahrzehnten. Und ich weiß nicht, wie es berechnet wird, das ist mir auch völlig wurscht. Ich meine, angeblich ist es so, dass die FIS da bestimmte Regeln aufgestellt hat. Aber mein Gott. Eine Erklärung für die unterschiedlichen Angaben liegt nach Auffassung der Liftbetreiber auch in der Breite der Skipisten. Diese müsse man dazu rechnen, so der Tenor. Ebenso sind mehrere Abfahrten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden möglich. Bereits 2003 hat die Pistenkilometervermehrung am Stubaier Gletscher im Alpinforum für Diskussion gesorgt. Im Skiatlanten waren für 2003 knapp über 50 Kilometer angegeben. 10 Jahre später sind es nach Eigenwerbung über 110 Kilometer. Laut Studie aber doch nur 48 Kilometer. Ein einheitliches, objektives System der Angabe der Pistenkilometer wird wohl in der nächsten Zeit nicht zu erwarten sein. Nach den Skipistenlängen scheint sich schon die nächste touristische Frage in den Mittelpunkt zu schieben. Während beispielsweise in der Türkei die Matratzenreinigung gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht nur Werbezwecken dient, Stichwort Hygiene, ist in Tirol die Bereitschaft für derartige Maßnahmen noch minimal.